Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von mir. Ich bin NeroDS und ja, durch ein paar Viewer, Freunde und Zuschauer wurde uns halt dieses schöne Spiel ermöglicht. Und zwar ist es der Resident Evil Remake. Ja, es gibt zwar noch einen auf der GameCube, aber das ist halt dieses HD Remake und das ist so ziemlich geil bei dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Und ja, ich finde das eigentlich total Porno und total geil. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, so, das müssen wir eigentlich doch let's playen. Warum haben wir dieses Spiel noch nicht? Dann haben die zwei Jungs sich einfach gedacht, okay, dann werden wir das Ganze mal dir für den Stream schenken und du haust uns einfach raus, was du raushauen kannst. Und in diesem Fall würde ich einfach sagen, starten wir. Also da auf jeden Fall nochmal danke an den Zydox und an Anypick. Link der beiden Seiten findet ihr auf jeden Fall in der Description. Und ich bin jetzt einfach ruhig. Drücken Sie eine Taste. Okay, dann drücken wir mal die R-Taste. Anscheinend ist das auch scheißegal. Der Ladebalken. Okay. Wollen wir einen Speicherstand machen? Ich glaube ja. Irgendwie schon. Okay, also hat's ein Autosave oder was? Hä? So. Es sieht ein bisschen anders aus, meine ich, als wie ich es in Erinnerung hätte. Sprache. Was können wir denn da einstellen? Sprache des Spiels. Ist das Spiel tatsächlich komplett auf Deutsch? Das wäre mir aber neu, wenn es eine deutsche Sprachausgabe hätte. Ja, die Musik würde ich mal jetzt so dezent auf 20% hauen. Das ist ja eh egal, weil ich das gleich sowieso bearbeiten werde. Die Anzeige. Breitbild, Original. Ich würde sagen, wir bleiben im Breitbild, weil wozu ist es eine HD-Remake, ne? Sag ich mal. Und dann starten wir ein neues Spiel. Steuerung, modern, original, Breitbild, Berger, Untertitel. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach so von der Steuerung her, weil keine Ahnung, wie die neue ist. Die alte war auf jeden Fall scheiße. Frage. Wie sollte ein gutes Spiel sein? Erstens, was? Wie Bergsteigen erfüllend, aber meine Menge Arbeit? Eine Menge Arbeit? Zweitens, wie wandern, das Ziel kann ohne Strapazen erreicht werden. Was? Oder drittens, ein Spaziergang kann man kann entspannen und den Tag genießen. Okay, das hört sich komisch an. Ich denke mal, wenn wir das erste machen, werden wir dort irgendwie... Ja, dann lernen die Monster mit, also die Zombies. Hier unten gehe ich mal schwer von aus, dass das irgendwie konstant bleibt. Und hier würde ich sagen, wird es easy sein. Deswegen machen wir es auf normal. So. Okay. Wir haben also noch andere Möglichkeiten, Jill und Chris zu spielen. Also von den... Hä? Okay, das ist ja bei der BSA in North und bei Terrorism. Da ist er halt...
Ist halt die Frage, wen sollen wir spielen? Also ich lese gerade im Chat, dass sie alle Chris haben wollen. Und das im Z also als BSAA. Ich meine, er sieht da auch cooler aus. Okay, komm, nimm mit Chris. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. Willkommen im Überlebenshorror. Okay. Meines Erachtens war diese Szene anders. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah.
Okay, dann fangen wir mal an. Aber meines Erachtens war diese erste Szene, glaube ich, sogar als Realverfilmung gewesen. Also mit echten Menschen. Okay, Farbband verwenden, können wir machen. So, der große Speisesaal. Speichern beendet. Wieder mach auch. So. Können wir erstmal mit der Steuerung zurechtkommen. Okay, das war so. Wir haben nur das Messer. Alles klar. Aber das ist alles schon Jahre her. Das Symbol war für irgendwas gut. Wir nehmen es einfach mit. Also die Charaktervorstellung und das Rennen zum Haus war animiert, lese ich gerade. Also in der Version, die ich damals hatte, war es halt nicht animiert. Deswegen... Okay, man muss auch dabei sagen, ich hatte diese Version, die in Deutschland nicht erhältlich war. Muss man auf den Punkt bringen. Und dies ist die Szene, die das ganze Spiel geprägt hat. Boah, geh weg! Hat man den kaputt gekriegt damals? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sollten abhauen. Ah, ist eigentlich so anstrengend. Nein! Geh da rein. Ach was, dieses Spiel macht mir keine Angst. Da gibt es mittlerweile andere Spiele, wo ich halt wirklich Kotzen kriegen könnte. Wesker? Jill? Where did they go? Oh, klick, klick, bada boom. Ja, eine schöne Waffe. Mitnehmen? Nein, ja, natürlich nehmen wir die mit. Ich bitte euch, ganz ehrlich. In einem Zombie-Spiel ohne Knarre rumlaufen ist kompletter Selbstmord. Das waren noch Zeiten, wo du nicht gleichzeitig laufen konntest und dann schießen. Geil, wir können sogar mit dem Steuerkreuz spielen. Geh mal da rein. Ups. Okay. Hier scheint wohl nichts zu sein erstmal. Ja. Ich habe vollkommen vergessen, wie scheiße diese Steuerung war. Aha, geh runter. Irgendwie konnte man noch, glaube ich, das Teil ziehen, oder? Nicht drauf! Runter! So. Ach, fick dich. Tür ist verschlossen. Ja, super.
mal, was da drin gibt. Da gibt es nichts. Das ist die Map. Was gibt's da? Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag? Wollen wir das wissen? Ich glaube eher nicht. Also erstmal nicht. Aber jeder, der den ersten Resident Evil Film gesehen hat, der müsste das wissen. So, wir knallen erstmal diesen scheiß verkackten Zombie ab, den ich schwer fühle. Okay, was hält denn der Kenners fest? Okay, eine Filmkassette. Da gab es, glaube ich, auch eine Möglichkeit, sich die irgendwo anzuschauen. Ah, hier war doch irgendwas, wo ich mich mal erschrocken hatte. Okay, Munition ist auf jeden Fall immer super. Ich glaube, der steht gleich auf, ne? Okay, Kraut sollte man immer mitnehmen. Was? Man kann nicht mehr. Eine Leiche liegt auf dem Boden. So, als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist im Haus vorgefallen? Ja, der Vogel, der sieht auch nicht mehr ganz so gut aus, ne? Ein Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Seit wann haben Raben schwarze, weiße Federn? Alter. Was? Gehen wir mal da lang. Da können wir... Digga, immer ruhig hier. Oh, du Scheiß. Wow. Eine Trophäe erhalten. Unheimliche Begegnung. Alter Vater, was geht denn bei dem ab, ey? Wir haben einen. Wir haben gar nichts gefunden, weil wir nichts tragen können. Fuck. So, verwenden. Okay. Muni. Muni mitnehmen? Ja, definitiv. Goldener Pfeil mitnehmen. Ja, wer weiß, wozu wir den noch brauchen. Eine Tür aufgeschlossen. Hatten wir überhaupt irgendwie... einen Schlüssel dabei? Ich weiß es nicht. Ich höre nur einen Zombie. Was willst du, Junge? Hä? Nein! Ach. Alter. Na lecker. Ich lese gerade im Chat, der Pfeil war ein Schlüsselstück. Okay. Das weiß ich noch, was wir damit machen mussten. Also ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich es weiß. Komm hier, schieb die Alte. So. Tut mir leid um den schönen Tisch, um die schöne Statue, aber hey.
Leben ist kein Ponyhof. Ist halt so, passiert manchmal im Leben, dass man Dinge zerstören muss. Tam tam tam. Okay, dann gucken wir mal, wo es weitergeht. Und wie es weitergeht. Haben wir denn noch? Wir müssen auf jeden Fall jetzt wieder hier runter. So. Da ist die Statue. Wir können nicht mehr tragen. Da unsere Pistole eh leer ist, müssen wir mal kombinieren. Okay, aber wie es dann weitergeht und wo Jill hin verschwunden ist oder Wesker und was mit Barry überhaupt los ist, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Resident Evil Remastered. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen hoch da, kommentiert, was das Zeug hält. Und wenn ihr gerade erst eingeschaltet haben solltet, würde ich mich über ein Abo freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis dahin.